Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video, Freunde. Um was es heute geht, seht ihr schon oben zu stehen. Es geht um Ab- und Zugänge der Eichbin Berlin. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Anfangs mal mit unseren Goalies. Mit unserem Start-Goalie Tobias Antschitschka. War uns fast allen klar, dass er geht. Am Ende war schade. Er hat zwar die Saison nicht so gut angefangen, wurde aber immer stärker. Hinterher war er schon fast die kleine Krake von Matthias Nierberger. Denn man hat auch viel abgekickt von ihm. Ja, die Frage war, wo er jetzt noch hingeht. Es war Mannheim und Köln in Rede. Und hinterher ist Köln geworden. Finde ich am besten okay. Finde ich noch okay. Bloß nicht Mannheim. Aber gut. Und der zweite Guli wäre Johann Makkanen. Der geht, ich denke mal, Richtung Finnland. Jemen Janon Nomad oder wie die heißen. Dafür habe ich aber leider kein Emblem gefunden. Ich hoffe, das geht auch so. So, dann geht weiter mit Bennett Rosmi. Der geht auch leider nach 2 Jahren vielleicht, wann. Er geht nach Düsseldorf. Dann kriegt er bestimmt rote Haare und gelbe Zähne, aber gut, nicht sein Ding. Echt nicht, kommt Frank Mauer. Ja, kommt von München zu uns. Kommt für ein Jahr vielleicht. Und wird jetzt vermutlich schlechter werden, weil da, wo er jetzt hinwechselt, finde ich eigentlich ihn zu gut für. Und zwar nach der Heilbronn nach Falken. Gerne würde ich die Liga spielen, spielen die zweite oder dritte oder sowas, keine Ahnung. Jedenfalls geht er dahin. Ein dritter in Spunde ist Jan Nilshaus. Ja, viel Zeit konnte er jetzt nicht. Viel spielt zu früh, hat er ohne Zeit, aber viel Spieleinsatz hat er nicht bekommen. Er geht nach Ingolstadt. Ja. Muss man sehen. So, die nächsten sind Peter Wiesin. Wo er hingeht. Oh, ich glaube, die Frage ist, sieht er jetzt bestimmt nicht. Keine Ahnung, wo er hingeht. Muss man sehen. Der nächste ist unsere Nummer 21, Giovanni Fiore. Er geht höchstwahrscheinlich nach Mannheim oder nach Straubing. Ich finde, er sollte lieber nach Straubing gehen. Bosnien ist eine verbotene Stadt. Und auch besser bei uns bleiben. Aber ich glaube, der geht wirklich. Hat auch schon ein Bild gekriegt als Dankeschön und so weiter. Im dritten im Bunde, ja, jetzt Louis. Wo er hingeht, keine Ahnung. Verabschiedet wurde auch schon. Keine Ahnung. Der nächste im Grunde ist Alexander Guinea. Ob er noch irgendwo hingeht, spielt, keine Ahnung. Meine Information ist soweit, dass er darauf aufgelöst wurde. Aber wohin und ob er noch mal spielt, keine Ahnung. Der nächste im Grunde ist Marco Bartler. Wo er hingeht, keine Ahnung. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder ihr wisst irgendwas, bitte in die Kommentare schreiben. Jetzt kommt Kevin Clark. Da ist noch fraglich. Abgang oder bleibt noch? Keine Ahnung. Das ist noch, seht ihr einen Stern?
Der nächste wäre Matt White. Bei dem haben sie den Vertrag aufgelöst. Also, was er macht, keine Ahnung. Ich vermute mal, er bleibt nicht mehr. Und wohin nicht, keine Ahnung. So, und das waren die sozialen Abgänge. Jetzt kommen wir schon zu den Neuzugängen, die, wo man fast sicher sein kann, dass die kommen. Und manche, die man nicht so weit denkt, wo dass die kommen. Der erste Spanier, der auf jeden Fall kommen wird, ist Freddy Tivels aus München. Dann kommt hier der Torwart von Frankfurt Löwen. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Er hat mir gleich an die Uhr geschrieben. Jedenfalls, der wird auch kommen. Und in der Runde soll Tobias Eder kommen von der Düsseldorf AG. Ja, das ist auch noch fraglich, ob er wirklich kommt zurück, weiß man nicht. Das ist eher mit dem weichen Helm. Unser Nummer 6, unsere alte und zukünftig vielleicht wieder Nummer 6, Kai Wischmann. Er soll höchstwahrscheinlich wieder zurückkommen. Er fühlt sich da drüben in der HL nicht wohl. Und ja, man muss sehen, wie ihm was passiert. Der Idiot hier, den brauchen wir eigentlich gar nicht. Das ist Ryan Olsen. Der hat 10 Spiele Sperre. 5 davon wird da bei uns schon gesperrt sein. Also wir brauchen ihn eigentlich nicht. Der kann bleiben oder verwechselt. Oder NHL gehen, keine Ahnung. Wir brauchen ihn nicht. Die Fans von den Eisbären machen schon Theater und so weiter, weil sie nicht wollen. Und ja, so ihn brauchen wir einfach nicht. Ja, da waren jetzt erstmal die Wichtchen. Die man jetzt so weiß und sagt, die kommen. Was noch Frage ist, davon hat jetzt noch keine Bilder rausgesucht, ist Dustin Strahlmeier von Wolfsburg. Daniel Alavania von München. Leon Kawanke ist auch noch fraglich. Da weiß ich auch noch nicht welchen Verein, aber er will irgendwie zurückkommen. Wer geht bei uns hin? Und hilft wahrscheinlich bei Bauwein. Der war auch bei uns mal gewesen in Berlin. Der wird wahrscheinlich auch zurückkommen. Ja, wenn ihr irgendwelche neue Informationen habt oder ihr wisst irgendwas Neues, dann schreibt mir doch bitte unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und wir sehen und hören uns. Wir hören öfters jetzt. Vielleicht kommt Sonntag ein Livestream. Da ist es entscheidende Halbfinalspiele, 3 Stück. Und zwar spielen noch. Also Ingolstadt ist schon sicher durch. Wir haben heute gegen Düsseldorf. Genau, gegen Düsseldorf. Nach Verlängerung 7-6 gewonnen. Die sind sicher weiter. Am Sonntag spielt der Nummer Mannheim gegen Köln. In Köln. Bremerhaven gegen Red Bull München. Und Straubing Tigers gegen Christi Wolfsburg. Die 3 Spiele sind noch. Mal gucken, was da passiert. Und ja, vielleicht komme ich sogar live. Müssen wir mal gucken. Gut. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Und wir sehen und hören uns.
Bis dahin. Ciao, ciao.